Gefüllte mit Käse. Hallo zusammen. Wer heute gesehen hat, dass ich ein Pack voll Käse bekommen habe, kann es erahnen, es gibt heute Gefüllte mit Käse. Ja, das ist jetzt etwas, was nicht so schwierig ist. Es geht mir eigentlich auch nicht darum zu zeigen, wie man das macht, sondern eher darum, auch wieder einmal ein bisschen darauf aufmerksam zu machen. Für mich persönlich ist das ein Festessen, darum habe ich auch den Tannenbaum vor dran hergemacht. Es erinnert mich halt auch ein bisschen an Kindheit und gehört auch zu meinen Lieblingsessen. Ja, eben. Hähnchenöpfel, festkochend, die können wir kochen. Circa 20 Minuten, bis sie gut von einem Spitzmesser fallen. Mengenangabe mache ich keine, weil die können eure Leute besser als ich. Ich persönlich, mir reicht ein kleines Hähnchenöpfel und viel Käse. Währenddem das Hähnchenöpfel kochen, mache ich ein Käseblättchen bereit. Ich nehme damit etwa 6 bis 8 Stück Käse, lege die auf ein Blättchen, wenn ich Besuch habe, schneide die Etiketten aus und lege die noch drauf. Übrigens, den Biberkäse habe ich jetzt keine Geduld gehabt, ein Stück müssen probieren, mit Lebkuchengewürz drin. Extrem empfehlenswert, wirklich sehr fein. Leichter Lebkuchengeschmack und schön cremig. Schreibe dann unten rein, wo das ihr mir bestellen könnt. Dann haben wir amigs gerne noch ein bisschen Fleisch dazu. Dann mache ich ein Dauerli bereit mit ein bisschen Schinken und ein bisschen Landrauchschinken. Das selber geräuchert. Kann man natürlich auch anders nehmen, wenn man nicht gerne Schweine hat. Passt auch wunderbar ein Bündnerfleisch dazu oder ein Walliser Trockenfleisch. Oder natürlich, was ich auch sehr gerne habe, ein geräuchertes Poulet-Brüstchen mit Curry-Umrandung. Zu den Löffel dazu serviere ich jetzt noch das Kaffeeböndli-Sösseli und das Thunfisch-Sösseli von heute Nachmittag. Und dann haben wir innerhalb von 20 bis 25 Minuten ein schönes Festessen auf dem Tisch. Ich wünsche einen guten Zusammen.